Hi Leute, willkommen zurück in der Panzergarage und wir fackeln auch nicht lange, schnappen uns unseren tschechischen Einser und legen los. Ja, heute ist irgendwie Donnerstag, ich habe irgendwie nichts zu tun und ja, jetzt bin ich hier am Zocken, ne? Oho, ich lande mal nicht auf Mittengrad mit dem Panzer, wie vorher sonst immer. In 80% aller Gefechte immer nur auf Mittengrad. Gehen. 25 km/h ist Spitze. Was der gemacht hat, war ja auch nicht gerade förderlich für seine Ketten. Selbst der Leichttraktor, der ist ziemlich schwer, finde ich. Eigentlich ist es schneller hier hoch. Oh Mann. Boah, die Drehzahl geht schon in den roten Bereich. Aber das ist jetzt mal was Gutes, dass der jetzt auch schalten tut. What the fuck, schon 4 Stück ausgeschaltet für uns. Holy fuck. Na, das kann ja mal was geben hier. Oh, wie ich hier hochkrieche, ne? Ich hab mich umentschieden. Ich fahr wieder drunter. Weil es ist gerade sinnlos geworden, weiterzufahren für mich. Boah, 30 km/h, die Nadel voll. Ja, aber dass der dann nicht weiterrollt, ne? Obwohl ich Vollgas gebe, ne? Radl im roten Bereich. Boom, noch einer weniger bei uns. Yeah, Munitionstreffer. Sehr schön. Noch einer weniger. Ah, der hat Glück, ich hab ihn verfehlt.
2. Schon 3 zerstört. Nicht schlecht für mich. Das läuft gerade wirklich mal nicht schlecht für mich. Dafür, dass ich Einser-Battle spiele. Zerstört. Das gibt Erfahrungspunkte für die Besatzung. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das haben wir aber noch rumgerissen, oder? Jawohl. So muss das sein. Hier, dem haben wir Munitionslager und Ketten beschädigt. Dem Motor und Ketten. Überlegensabzeichen erster Klasse. Kämpfer. Wirkungsfeuer. Wir haben den ersten Platz, wir haben 652 Erfahrung, wir haben 447 Schaden gemacht, wir haben 5 zerstört. Das nenne ich mal nicht schlecht. Wir mussten nichts ausgeben für Reparaturen etc. Wir haben somit 1304 Erfahrungspunkte gemacht. Das alles auf die Besatzungsmitglieder ging. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wollen wir mal weitermachen? Nehmen wir mal unseren Japaner. Mal gucken, was wir jetzt damit so hinkriegen. Lakeville. 5er Battle als 4er, okay. Oh, schon 19 Uhr hier bei mir. Ne? Ihr müsstet die Folge so langsam auch mal gesehen haben. Von heute. Ich muss ein bisschen aufnehmen jetzt, weil ich will über Ostern einiges hochladen. Zähle ich jetzt eigentlich als Med oder als... Ich glaube, ich bin Med offiziell. Da oben fahre ich schon mal nicht lang. Ich kann mehr in der City, glaube ich, bewirken als schneller Med-Scout. Obwohl der Panzer 4, glaube ich, ein besserer Med ist in dem Moment. Bin ich gar nicht so langsam. Versuchen wir mal, was man mit HE-Munition hier so hinkriegen. Na, damit kriegen wir... Ah, nichts hin.
Ach, Mist. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen Schaden an dem einen Panzer da anrichten können. War ja nicht viel. Na, wollen wir mal weiter schauen. Hetzer? BC-7, ja. Was sagen wir denn hier? T50. Der ist zwar reduziert, aber den könnten wir uns auch gar nicht leisten. Da gingen fast all meine Free XP für drauf. Ich sag's, wie es ist, wenn wir mit dem T50 nicht in ein Vierer-Battle kommen oder mindestens ein Fünfer, haben wir keine Schnitte. Ja, Siebener, keine Schnitte. Wir haben zwar eine relativ gute Waffe, sage ich mal, drauf, mit der wir bis Fünfer Schaden machen können. Aber hier sind so wenig Fünfer, wo ich Schaden machen könnte. Hier bin ich wirklich absolut nur Scout. Was ist das denn für eine Karte? Moor. Die sah doch mal anders aus, oder? Ich glaube, die sah mal ein bisschen anders aus. Ja, ich glaube, da war da oben... Und irgendwie, ja, die Camps waren ein bisschen anders. Ja, der MT-25 ist schneller schon. Der Scout eigentlich auch besser. Aber der scoutet, glaube ich, auch in eine andere Richtung wie ich. Wow! Da hab ich eine Su. Mit einem Schuss zerlegt. Turm runtergesprengt. Woho. Nicht so gut gelaufen. Versuchen wir mal unter den Dreier Chinesen. Ich bin überrascht, dass das mit dem Oh, nee, nein. Was kriege ich denn? Churchill kombiniert durch. T14 kombiniert durch. T28. Ja. Und den Rest sollte ich mit meiner Waffe knacken können. Ah. Ernsthaft, El Haluf. El Haluf, hallo. Was soll ich auf El Haluf? Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Was soll ich auf El Haluf? Ja, das Driften zieht aber schon ordentlich an Speed runter. Während das normale Drehen halt nicht so viel Speed runterzieht. Ernsthaft, versuchen da durchzubrechen. Mit zwei. Na, das ist wahrscheinlich eher Ablenkungsmanöver wie wirklicher Durchbruch.
Ja, der hat auch schöne Kampfwumme drauf. Ein Toldi, ein LTVZ38 und ich. Wir sind alles Dreier. Da ist ein Jagdpanzer, da ist ein Vierer, zwar Light, aber trotzdem Vierer. Bumm. Weg ist er. Ich krieg von irgendwo noch Feuer und habe dadurch gerade meinen Richtschützen verloren, den ich gerne wieder hätte. So, wir haben beschädigte Kette, das ist nicht weiter schlimm. Wir sollten uns hier nur wegbewegen, weil wir so zur Zielscheibe für die Artillerie gerade werden. Ja, das ist Schwachsinn. Die jagen den jetzt alle. Das ist so super schwachsinnig, ja. Und die Artillerie schießt sich ein. So. Ja, die Artillerie oder die Stückeinheit. Da ist sie nämlich. Da ist sie. Aber ich krieg's ihn nicht mehr. Der holt sich aber noch einen. Einen holt sich die Grille noch, oder? Ne? Schafft sie nicht. Schafft sie nicht. Boom, gehen wir noch einen Schuss ab. Ehrenhalber. Ein Sieg. Was? Persönliche Reserve erhalten. Plus 100% die Erfahrung. Was? Lakeville und Moor wollen wir auch mal gucken. So, hier haben wir aufgeklärt. Das hier war ein Sieg. Okay, zeig mal an, was habe ich denn da? Können wir denn dann jetzt hier mit den Forschungspunkten machen? Nicht viel, außer den Motor. Der uns auch nicht wirklich viel bringt. Aber die Motoren sind nur auf dem Panzer brauchbar. Genauso wie hier. Der Motor ist auch nur auf dem Panzer brauchbar. Chinesen ist so eine Sache für sich. Was können wir hier? Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Hier gibt es noch die Möglichkeit,
2 auf weitere Kanonen. Ah, die Ketten sollten unser Ziel sein, vielleicht. Oh, ja. Das ist natürlich auch blöd, ne? Hier liegen 421 Erfahrungspunkte, vollkommen ungenutzt, aber ich will sie nicht verschwenden, da ich nicht weiß, ob sie sich das lohnen. Gut, der Funk ist auch hier. Aber ich will keine Free XP vergeuden. Ah, ich würde sagen, das war es jetzt erst einmal wieder für diese Folge aus der Panzergarage. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß wieder gehabt. Auch mit den anderen Folgen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Ich bin euer Marcel. Vergesst das Kommentieren und Bewerten bitte nicht. Und ich würde sagen, bis denn.